Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Und ich sehe gerade mit Entsetzen, dass ich heute vergessen habe, unseren kleinen Schneemann hier hinzustellen, der immer in der Adventszeit hier steht. Müssen wir heute darauf verzichten. Morgen steht er hundertprozentig wieder da. Montagnacht, Freitagnacht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hauke ist der Erste heute Nacht. Hauke ist 22. Ja, hallo. Ist so, ne? Ja, das ist korrekt. Um was geht's, Hauke? Ja, ich rufe an wegen dem Super-GAU in dem deutschen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich war entsetzt heute Nachmittag, ja, als ich es gehört habe. Ich war entsetzt und fassungslos. Ich habe noch gehofft, dass es ein schlechter Scherz sein würde, aber... Also, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es nicht weiß, über was wir reden. Wir reden über... Harald Schmidt. Über Harald Schmidt. Harald Schmidt hört auf. Ja, leider. Harald Schmidt hört auf. Und wir alle sind davon ausgegangen, dass Harald Schmidt das noch 20, 30 Jahre macht. Ja, eben. Vor allem 2 Jahre vor seinem 10-Jährigen quasi. Ja, genau. Wie hast du es erfahren heute? Ich habe es im Internet erfahren, in einem Forum, im Wacken-Forum. Ja. Da hat das jemand gepostet und naja, da war ich halt erstmal ziemlich baff gewesen. Ich habe ja vorhin auch ganz gespannt zumindest den ersten Teil seiner Sendung verfolgt. Ja. Und war ganz wild darauf, dass er irgendetwas sagt. Aber er hat nichts gesagt. Er hat nichts gesagt im ersten Teil. Allerdings zum Schluss kam dann ja noch der Gast. Ja. Klaus Kleber. Ja, kann sein. Genau. Ja. Und der schien davon wohl auch schon gewusst zu haben. Mhm. Und der hat ihn dann ganz zum Schluss darauf nochmal angesprochen. Ja. Wobei Harald Schmidt sich darauf dann ein bisschen rausgeredet hat. Der hat dann irgendwie so gesagt, ja, die Sendezeit ist leider vorbei und so, ne? In der typischen Harald Schmidt Vielleicht, was soll er auch sagen? Das ist ja, im Moment vielleicht alles sehr heikel. Ja, ich glaube auch. Ich war auch auf der Homepage von der Harald Schmidt Show und ja, da stand der ja eigentlich auch nicht so genau. So, ich glaube, die waren so ein bisschen noch, ich sag mal, ja, nicht an die große Glocke hängen. Da steht zwar halt auch schon dann bei der Kartenbestellung, dass es da am 24. glaube ich die letzte Sendung sein wird oder so. 23. Und 23. Ja. Okay. Also ich glaube ja, dass wir ihn nicht verlieren werden. Und ja, die deutsche Medienlandschaft oder die deutschen Sender werden ja gebeutelt und wirklich reichlich blöd, wenn sie ihn gehen lassen würden. Ja, das Problem ist ja, dass er ja nicht gegangen wird, sondern freiwillig ja eigentlich aufhören will. Also es ist ja nicht so, dass die Sender ihn nicht wollen. Sagt man so. Ja gut, ich denke mal, er bringt aber auch ziemlich gute Quote bei Sat.1. Eben. Umso erstaunlicher das Ganze. Eben. Also ich würde ihn gerne in der ARD sehen vielleicht. Mhm. Oder vielleicht bei RTL sehen. Meine Hoffnung vielleicht im ZDF sogar. Ich weiß es nicht. Ja, meine Hoffnung ist ja noch, dass vielleicht auf irgendeinem kleineren Sender die Folgen nochmal alle wiederholt werden, so aus den 8 Jahren. Ja. Oder dass es wenigstens irgendwie nochmal eine gute Best-of-Zusammenstellung gibt oder irgendwie sowas. Also du bist auch ein definitiver Fan von Harald Schmidt? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon überlegt, es gibt ja jetzt, wenn Harald Schmidt weg ist, später nichts Vergleichbares mehr im deutschen Fernsehen. Nee, gibt's nicht. Nee. Was übrig bleibt, sind auch vielleicht die Simpsons, aber ich meine, das ist natürlich auch wieder was anderes. Ne? Ja, die Simpsons sind noch da, ja. TV Total kannst du ja vergessen. Stefan Raab ist ja, kann ja überhaupt nichts. Kann man auch nicht vergleichen miteinander. Ist eine ganz andere Show, ein anderes Konzept. Warum findest du Harald Schmidt so gut? Ach, Harald Schmidt hat einfach klasse. Der ist, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Also man merkt schon, dass er nicht jeden doofen Witz macht, so wie, ja, wie halt Stefan Raab oder so. Der wenn er Witze macht, die haben einfach klasse. Und man merkt auch, der ist nicht immer politisch korrekt oder so, sondern er sagt schon das irgendwo, was er denkt, aber auch nicht prollig oder nicht irgendwie auf einem unteren Niveau oder sowas. Also ich finde ja auch, ich habe es ja schon ganz oft gesagt, ist für mich wirklich der Top-Entertainer im deutschen Fernsehen. Wirklich die absolute Nummer 1. Ja. Ohne Wenn und Aber. Ja, also, das hat mich wiederum auch in meiner Meinung über dich wiederum bestärkt. Also das gesagt hast. Ja. Da habe ich auch nur gesagt, jawohl, das muss doch irgendwie so kommen.
Also wir wollen mal hoffen, wir Fans von Harald Schmidt, dass diese Kreativpause relativ kurz ist. Man kann sich auch schon mal in 4, 5, 6 Wochen gut erholen und vielleicht neue Ideen schöpfen und dass wir ihn dann nächstes Jahr im Frühjahr, wo auch immer, und dann aber am besten in der alten Form, in der alten Show, wiedersehen werden. Ja, ne? Hoffe ich mal auch. Hoffen wir mal gemeinsam. Vielleicht gibt es ja auch wieder ein Revival von Schmiteinander. Vielleicht. Vielleicht. Wurde auch im Forum angesprochen, man weiß es nicht. Hauke, danke für deinen Anruf. Ja, schön mit dir gesprochen zu haben. Ja, danke. Super Sendung, ne? Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, egal über was, 0800 220 5050 und der nächste Anrufer heißt Christian und Christian ist 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Christian, um was geht's? Also, obwohl ich auch Harald Schmidt-Fan der ersten Stunde bin, ja? Ich werde ihn sehr vermissen, aber mein Problem ist leider nicht so trivial. Ich leide extrem auch psychisch unter meinem Haarausfall. Unter Haarausfall? Ja. Das heißt, mit deinen zarten 24 Jahren, wie sieht der Kopf aus? So ungefähr ist noch die Hälfte von dem da, was man so ursprünglich so mit 17, 18 mal hatte. Also oben so ein richtiger, so eine Insel schon? Ja, tiefe Geheimratsecken und rundherum schon alles Licht. Ja. Wie gehst du damit um? Rasierst du sie ganz kurz oder was machst du? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich habe sie halt lang. Damit ich, wenn ich sie nach vorne käme, wenigstens noch ein bisschen die Geheimratsecken zu kriegen. Aber das sieht halt noch komischer aus, oder? Ja, du lachst, aber es ist echt nicht so witzig. Nein, ich finde ja immer, ich hatte auch mal einen Bekannten, der genau daran auch zu leiden hatte, in deinem Alter. Ich finde, dass die einfache und die beste Methode, damit umzugehen, ist, sich radikal die Haare zu rasieren. Dann hast du halt fast eine Glatze. Okay, ja, ist doch egal, sieht doch gut aus. Das ist ja gerade das Problem, also das kann ich einfach nicht. Warum? Also mein kompletter Tagesablauf richtet sich ja nach dem Problem aus. Also ich studiere Architektur, das heißt zwar nichts, aber es ist vielleicht ein kleiner Indiz dafür, dass ich nicht ganz blöd und dumm bin und von daher weiß ich auch, dass es nicht darauf ankommt, denn das relativ oberflächlich ist, aber... Ja. Aber gerade wenn man... Ich kann mir auch vorstellen, dass es Frauen gibt, die auf Glatzen stehen. Na, aber wie? Das Problem sitzt viel tiefer. Ich weiß, das bin ich nicht. Also dieser Teil, der eben kein Teil von mir ist, das bin ich einfach nicht. Das ist nicht Christian. Verstehe ich nicht. Dieser Teil, der kein Teil von dir ist? Ja, eben, weil es kein Teil, weil die Haare kein Teil von mir sind. Also ich war damit auch schon bei 2 Psychologen und... Also Moment, wenn du dir die Haare wirklich noch viel kürzer schneiden würdest, als ich sie habe, also wirklich ganz radikal kurz, als hättest du schon eine Glatze, obwohl du noch keine Glatze hast. Was ist da schlimm dran? Ich weiß nicht. Es ist einfach meine Albtraumvorstellung. Wenn ich dran denke, kriege ich Schweißausbrüche. Warum? Weil es mag sich vielleicht komisch anhören, aber wenn man da tagtäglich, wenn man da hunderte und tausende Euros für ausgegeben hat, für irgendwelche Wässerchen und Tinkturen, wenn man seit 2,5, 3 Jahren nicht mehr in den Spiegel geguckt hat, wenn man sich Aber Christian. Wie viele Leute haben ganz kurze Haare? Wie viele Jungs haben ganz kurze Haare? Das sieht auch gut. Ich finde es auch, es sieht wirklich gut aus. Ja, aber das Problem ist, wenn ich die Haare kurz rasiere oder kurz mache, sieht man diese Ecken. Oder ich kann einfach nicht komplett mit Glatze rumlaufen. Nee, aber wenn du sie dir ganz kurz schneidest, sieht man die Ecken auch nicht sehr. Doch. Ja, gut, aber das ist doch dann, ist doch egal. Was hast du denn schon alles gemacht dagegen? Du sagst gerade, du hast viel Geld ausgegeben. Ja, ich habe jedes Mittelchen im Fernsehen bestellt, das man kriegt. Ich war beim Hautarzt, ich habe 1,5 Jahre diese Propecia-Pille genommen. Ja. Dann wohne ich in einer Studentenstadt in Norddeutschland und andere Leute kommen hierher, kaufen sich ein Fahrrad. Ich habe mir extra deswegen ein Auto gekauft, damit ich abends trocken in die Clubs komme. Also sobald mal ein bisschen Nieselregen ist, dann ist... Damit die vorsichtig zurechtgelegte Frisur nicht kaputt geht. Deswegen fahre ich auch bei mittlerer Windstärke schon nicht mal mit dem Fahrrad, also wenn mir Wind entgeht. Aber das ist doch absurd, Fahrrad. Christian. Es ist doch wirklich absurd. Ja, hast du sie dir denn schon mal ganz kurz geschnitten? Nein. Also warum nicht? Ja, mach es doch mal. Meine Albtraumvorstellung wäre, dass ich dann ein halbes Jahr noch hässlicher bin, als ich jetzt bin und dass ich dann so rumlaufen muss ein halbes Jahr. Also ich habe ja jetzt schon ein Problem damit, vor die Tür zu gehen. Ich kaufe... Also Christian, ich glaube, dass ganz viele... Ja, ich lache wirklich. Ich glaube, dass ganz viele Leute jetzt sagen, hey, was hat denn der für ein Problem? Ich habe seit 2,5 Jahren ist mein Badezimmer verdunkelt. Ich gucke nicht mehr in den Spiegel. Ich ziehe im Kaufhaus keine Klamotten an, weil im Kaufhaus so helles Licht ist. Ich gehe nicht in die Umkleidekabinen rein. Ich glaube es dir nicht. Das ist so. Nee, ich glaube es dir nicht. Ich glaube es dir nicht. Echt nicht. Ich habe meine Größen, die kaufe ich mir, und wenn die Buchse dann halt etwas tiefer unterm Arsch sitzt, wie viele Leute, wie viele Jungs, wie viele junge Männer
haben ganz kurze Haare, extrem kurze Haare. Freiwillig geschnitten. Das sieht ja, gut, aber wenn das ich so kurze cool Haare aus. Hätte, wie du zum Beispiel, ja. Dann würde man diese Ecken sehen, die fast bis auf den ja, Hinterkopf. Ja, aber du kannst den auch viel kürzer schneiden. Du kannst ja auch fast eine Glatze schneiden, ist doch okay. Nein. Das ist aber warum nicht? Okay. Warum nicht? Warum nicht? Weil es für mich nicht okay ist, weil ich das nicht bin. Das ist nicht Christian. Das bist du dann halt. Warum bist du das nicht? Weil das nicht mein Bild von mir ist. Also so. Ja, woher kommt denn dein Bild von dir? Ich weiß es nicht. Also ich. Ja, was streng dich an, ehe du dich ja jetzt in so eine riesen Sache reinsteigst. Ich war auch schon mal zwei Psychologen damit, aber die konnten mir beide auch nicht weiterhelfen. Das Einzige, was die mir sagen konnten, war immer, versuch dich so zu akzeptieren, wie du bist. Aber das kann ich einfach nicht. Es geht nicht. Ich bin nicht so. Entschuldige, ich muss wirklich darüber lachen. Entschuldige, ich versuche ja nur wirklich vieles immer ernst zu nehmen. Aber sich so einen Kopf darüber zu machen, dass man einen Haarausfall hat und nicht mal einen Versuch zu unternehmen, wie man sich fühlen würde, wenn man denn sich die Haare freiwillig ganz runter rasiert. Warum machst du das denn nicht? Mach es doch mal. Ja, ich bin jetzt seit 3 Jahren Single und ich weiß, dann würde ich jetzt recht keine mehr abbekommen. Warum? Woher weißt du das? Ich könnte fast schwören, dass du dann besser aussiehst, als wenn du dir da zurecht irgendwas tupierst und sprühst und weiß ich was, was dann durch einen Windstoß hier durcheinander gerät. Das überträgt sich so in alle Lebensbereiche, auch auf diesen Bereich Frauen. Also ich hatte mal, in den 3 Jahren hatte ich mal zweimal etwas so über 4-5 Wochen mit 2 Frauen. Und das Problem ist auch, dass ich halt echt jetzt schon mit 24 komplett unter Torschlusspanik leide. Also wenn mich nach 4-5 Wochen eine Frau fragen würde, ob wir zusammenziehen und heiraten würden, ich würde ja sagen. Ja. Weil ich halt. Also lass uns doch einfach mal etwas ausprobieren. Und das Ausprobieren heißt, es mal einfach zu machen. Da kann dir noch nicht so viel passieren. Vielleicht erlebst du es ja, obwohl du das jetzt so kategorisch ablehnst, vielleicht erlebst du ja das Gefühl, dass du sagst, okay, eigentlich gar nicht so schlecht. Es sieht irgendwie cool aus, so wie viele Jungs cool aussehen mit ganz kurzen oder geschorenen Haaren. Aber wenn ich mir immer da sitze und sage, nee, das bin ich nicht, das kann ich nicht, ich habe da Angst vor, dann passiert auch nichts. Ja, ich kann das nicht so akzeptieren. Ja, dann versuch's doch einfach mal. Nur da sitzen, ich kann nicht, ist für jedes Problem immer ein Hammer. Man muss es doch immer irgendwie versuchen, man muss doch Wege finden. Es ist ja vergleichsweise ein kleines Mini-Problem, was du da hast. Es ist wirklich ein Mini-Problem. Es ist wirklich ein Mini-Problem. Du bist nicht krank, du bist gesund. Wenn du Krebs hättest, wenn du irgendeine schlimme, schwere Krankheit hättest, wenn irgendwas passiert wäre, wenn jemand aus deiner Familie gestorben wäre oder weiß ich was, das sind schlimme Sachen. Ich will das nicht runterreden, das ist für dich sicher ein schwieriges Ding, aber du musst auf der anderen Seite aber auch versuchen, irgendwas dagegen zu tun und nicht dazu sagen, oh, ich kann nicht, es ist so schlimm. Ich weiß, dass das jetzt nicht die Probleme sind, mit denen du normalerweise konfrontiert wirst, ja. Aber es ist halt, ich glaube auch, dass dadurch eben, weil ich in den letzten 4 Jahren mich so extrem damit beschäftigt habe und so viel Geld ausgegeben habe, bin ich da echt zu einem kleinen Fachmann geworden und ich habe aus mehreren Ecken schon gehört, dass das Problem psychisch oft extrem unterschätzt wird. Also dass wirklich zum Beispiel Frauen, die dick sind oder Frauen, die einen wirklich kleinen Busen haben und sich deswegen nicht als Frau fühlen, da wird das psychisch anerkannt und es ist gut, wirklich aber du warst, ein großes psychisches Problem für Männer und das oftmals unterschätzt wird. Ja, klar. Aber wenn die Männer da stehen und sagen, das ist für mich ein ganz großes psychisches Problem, wird das Problem sicher dadurch auch nicht kleiner. Da muss man auch ein bisschen was unternehmen. Du sagst, du warst zweimal bei Psychologen und die alle haben gesagt, wir können ihnen nicht helfen, nehmen sie sich so an, wie sie sind. Das ist mal ein kluger Ratschlag. Ja, das aber war mein Therapieansatz. Aber der einzige Therapieansatz, der mir helfen würde, wären Haare. Gut, die hast du aber nicht mehr. Das musst du wirklich akzeptieren. Und da muss man immer sehen, man muss die Realitäten sehen, egal was im Leben los ist, und da muss man das Beste ausmachen. Und du hast die Versuche noch nicht unternommen. Das kritisiere ich an dir, dass du das noch nicht unternommen hast. Das passiert alles immer irgendwie in deiner Fantasie. Und dann sagst du, nee, das geht nicht, das kann ich nicht. Und wenn ich mir das vorstelle, dann kriege ich Panik und bla. Ja, das würde dann wieder 8 Monate dauern, bis die einigermaßen gewachsen sind. Ja, gut, das ist halt dann so. Ja, das ist dann so, Chris. Kann ich dann gar nicht vor die Tür gehen? Doch, dann kannst du auch vor die Tür gehen. Es gehen so viele Leute mit Glatzen vor die Tür. Du lieber Himmel, stell dir mal vor, du wärst krebskrank und hättest eine Chemotherapie. Wie viele Menschen haben das? Und die leben hinterher, die sind glücklich, dass sie gesund sind danach oder dass sie ihr Leben wieder haben. Und die gehen auch mit der Glatze vor die Tür. Und dann kannst du auch mit der Glatze vor die Tür gehen. Du lieber Himmel, weißt du? Man kann es auch wirklich übertreiben. So, jetzt will ich noch eine Meinung von einem Psychologen dazu ziehen. Nämlich von meinem Psychologen. Okay? Tja, okay. Okay, das ist Johannes. Der ruft dich jetzt gleich an, Christian. Danke.
Bis gleich, ruf dich gleich an. Tschüss. Tschüss. Stefanie, 22 Jahre. Guten Morgen. Hallo, Stefanie. Stefanie schweigt. Stefanie schweigt. Dann machen wir weiter mit Sven. Und Sven ist 28 Jahre. Hallo. Hallo. Hallo, Sven. So, zu dir. Ja. Fangen wir mal an. Bitte, also, ja. Ich habe das Problem, dass ich Syphilis habe. Das habe ich deinen Kollegen auch schon mal erklärt. Mhm. Und ja, wie soll ich das erklären? Also zurzeit fühle ich mich irgendwo in den Stich gelassen von den Ärzten. Ich habe gestern schriftlich gekriegt, dass zurzeit keine medizinische heilbare Chance für mich besteht. Wieso das nicht? Weil ich einfach im Spätstadium drin bin und das ist schon mittlerweile so fortgeschritten, dass angeblich es keine Heilungschance mehr für mich gibt. Wie lange, was vermutet man, wie lange du schon Syphilis hast? Wann du hast du dich infiziert? Die Symptome fingen an vor circa 3 bis 4 Jahren. Also ja. Das kann man nicht mehr so genau zurückverfolgen. Ja. Und festgestellt worden ist es vor einem Jahr circa, da bin ich in der Wohnung umgekippt, hatte nur noch 49 Kilo, bin innerhalb von den 3 Jahren auf 80 Kilo runtergerutscht. Ja. Von 80 Kilo auf 49 runtergerutscht, Entschuldigung. Und bin auch in der Zeit von Arzt zu Arzt gelaufen. Bloß die Ärzte haben immer gesagt, ja, sie haben zu viel gearbeitet, sie sind überlastet oder sie bilden sich das so nach dem Motto ein. Also man hat mich nicht für voll genommen. Das heißt, es ist definitiv zu spät diagnostiziert worden. Ja. Definitiv. Definitiv zu spät diagnostiziert. Es kann durchaus sein, dass du schon infiziert worden bist vor 8, 9 Jahren. Das kann auch möglich sein. Das ist möglich, aber bei Syphilis ist das ja möglich, dass es sehr lange schläft, dass die Krankheit sehr lange unentdeckt bleibt. Bloß die Ärzte sind sich auch noch nicht mal zu 100%ig sicher, ob es wirklich diese Syphilis ist, ob es nicht eventuell sogar die Lymenkrankheit oder Lymekrankheit ist. Die wird durch Zeckenbisse ausgelöst. Ach so. Ist von der Symptomatik genau die gleiche. Ach so. Und man ist da so ein bisschen im Ungewissen, weil die Symptome sind da, wie zum Beispiel halbseitige Lähmung oder die Hautpartien fallen aus. Also es ist kein Gefühl mehr drin, Appetitlosigkeit, sehr viel Schlaflosigkeit, Nachtschweiß. Ja. Und wie viel wiegst du jetzt noch? Zurzeit wiege ich, ja, ich habe mich ein bisschen berappelt auf 55 Kilo, aber das ist ja auch nicht gerade viel, bei 1,90 Meter. Oh ja, nee, das ist wirklich nicht viel. Das ist, ich will schon bald sagen, Hautständer. Ist es so, dass du auch nicht, du kannst nicht arbeiten im Moment? Nee, die haben mich vor 2 Monaten in Rente abgeschoben. Und ja, mittlerweile sitze ich einfach zu Hause, mir fällt die Decke auf den Kopf. Also lass mich nochmal festhalten, was ich auch nicht wusste, ist, dass man, auch wenn man es vermutet, kann man definitiv es nicht diagnostizieren, dass es Syphilis oder das kommt jetzt von einem Zeckenbiss. Das kann man nicht. Offensichtlich nicht. Doch, man kann das diagnostizieren. Man hat es ja auch diagnostiziert, aber erst später, nachdem ich im 3. Krankenhaus aufgetaucht bin. Ach so, nee, weil du gerade gesagt hast, es wäre immer noch nicht klar, was es ist. Ja, das Problem ist einfach, dass der TPHA-Wert, der sitzt oben im Gehirnwasser drin, so wie ich das mitgekriegt habe. Und dieser Bakterienstamm ist wahrscheinlich verwandt mit diesem Stamm Syphilis. Also ich kenne mich da nicht so 100%ig aus. Aber im Klartext gefragt, hast du Syphilis oder hast du nicht Syphilis? Laut Diagnose schon. Laut Diagnose schon, ja. Das ist ja das Problem. Und die Diagnose ist so, dass die Ärzte sagen, es ist so weit fortgeschritten, wir können jetzt therapeutisch nichts mehr machen. Richtig. Wir überlassen Sie jetzt der Krankheit. Ja, mir den Schicksal auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, du kriegst keine Medikamente, gar nichts? Zurzeit nicht. Die Symptome werden teilweise nur behandelt. Also wie zum Beispiel Enzyme kriege ich, damit der Durchfall ein bisschen weggeht. Und auch Vitaminpräparate nehme ich viel, damit die Abwehrstoffe gestärkt werden. Vitamin B12 kriege ich gespritzt noch teilweise. Ja, ich höre jetzt daraus, dass du auch gerade die Formulierung gebraucht, ich fühle mich da irgendwie im Stich gelassen von den Ärzten. Dass du zu den Ärzten, mit denen du Kontakt hast, nicht gerade das dickste Vertrauensverhältnis hast. Nicht mehr, weil ich sag mal so, in dem ersten Krankenhaus, also ich kann da mal eine kurze Anekdote erzählen, was da passiert ist. Da kam die Schwester zu mir und sagte so zu mir, suchen Sie sich bitte ein neues Krankenhaus, weil die Ärzte sind überfordert, die wissen nicht, was sie haben. Denn ist mir passiert, dann schreit die Ärztin über den Flur, weil ich endlich wissen wollte, was mit mir los ist, weil ich war fertig, einfach psychisch auch depressiv, konnte kaum noch was tun, fühlte mich schlapp. Und ich sage mal so, mit 26, 27 Jahren, weil das ja noch letztes Jahr war, bin ich noch nicht so alt, dass ich irgendwo im Rollstuhl sitzen müsste. Aber weißt du, woran das liegt? Das liegt definitiv daran, dass über einen langen Zeitraum man angenommen hatte, und fast war es ja auch so, dass die Syphilis ausgestorben war, ausgerottet war in Deutschland. Das ist
richtig. Dieses ist leider jetzt... Heilen. Bitte? Ich sage, im Mittelalter hat man sehr geheilt oder ausgeheilt. Im Mittelalter war ja die Syphilis sehr vertreten, das, was ich gelesen habe. Jetzt allerdings ist sie wieder im Vormarsch und eine absolut ernstzunehmende Geschlechtserkrankung und eine sehr ernstzunehmende, lebensbedrohliche Erkrankung. Das ist mir schon klar, bloß was mir auch noch ein bisschen Sorge verbreitet, bin ich infektiös, bin ich nicht infektiös, das weiß ich nicht, das sagt mir kein Arzt, das kann mir auch keiner hundertprozentig sagen, weil normalerweise sagt man Wobei alles klar ist, was wenn Syphilis diagnostiziert ist, ist klar, in welcher Weise man es übertragen kann. Das ist richtig, bloß die Syphilis, die ist ja einmal die offene Geschlechtskrankheit irgendwo und dann gibt es ja einmal noch die Syphilis, die Spätsyphilis, die nennt man dann den Neuro-Lewis, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, weil die dann schon irgendwie die Nervenbahn angegriffen haben. Also das ist dann schon neurologisch, das geht dann schon... Lass uns das mal nicht jetzt zu medizinisch machen. Also das Grundproblem, was dahinter steckt, hinter dem Anruf steckt, ich habe eine schwere Erkrankung. Es ist wahrscheinlich Syphilis. Es ist wahrscheinlich in einem fortgeschrittenen Stadium. Nee, nicht wahrscheinlich. Es ist also Syphilis. Es ist Syphilis. Dann haben wir uns für missverstanden mit dem Zeckenbiss. Ich fühle mich alleine gelassen. Ich habe das Gefühl, die lassen mich nach Hause, um zu sterben. Um es mal drastisch auszudrücken. So nach dem Motto. So ist es momentan. Und das kann ich mir gar nicht, das kann doch nicht zugehen. Welche Stadt kommst du? Ich bin in Regensburg und man wird es nicht glauben, ich war sogar oben an der Uni. Und ich habe jetzt vor kurzem auch von der Uni Regensburg einen Brief bekommen, wo wieder drinnen stand, ich sollte mich doch zu einem neuen Therapieversuch und ich betone das nochmal auf Therapieversuch stationär einfinden. Und also ich habe jetzt 4 Versuche bzw. 5 Therapien hinter mir, massive Therapien, teilweise mit hochdosierten Antibiotika und keiner hat davon angeschlagen, ganz im Gegenteil, mir ging es hinterher noch schlechter. Die Adern sind geplatzt von den ganzen Infusionen, ich hatte Nierenversagen gehabt und also es war einfach nicht positiv, ganz im Gegenteil, ich bin teilweise von diesen ganzen Antibiotika zusammengeknackt, weil der Körper einfach nicht mehr mitgemacht hat. So, was machen wir jetzt mit diesem Gespräch, mit diesem Anruf hier, Sven? Du hast ja hier angerufen, wahrscheinlich nicht nur um mir das zu erzählen. Nein, ich vermute, dass dahinter auch ein Hilferuf steckt. Da steckt erstens ein Hilferuf hinter und ich möchte gerne mal wissen, vielleicht gibt es ja hier irgendwo in der Nähe in Regensburg oder Umgebung einen Arzt oder einen Neurologen, der mir da mal ein bisschen weiterhelfen kann. Ja. Weil es ist einfach so, es fängt jetzt langsam an, ich habe Gedächtnisverlust, also mir entschwinden Sachen, das passiert mir immer mehr. Ich kann ein Beispiel machen, es ruft mir jemand an, 10 Minuten später weiß ich nicht mehr, dass der zu Besuch kommen wollte. Ja. Also das Problem ist, glaube ich, jetzt sehr klar, dass du an einer fortgeschrittenen Syphilis leidest und dass dir keiner in deinem behandelnden Umfeld wirklich helfen kann und du suchst einfach händeringend nach einem Mediziner oder vielleicht nach einer Klinik, die spezialisierter ist, die einfach irgendwie mehr drauf haben und dir eventuell noch helfen können. Richtig, so, ich hoffe. Wenn jetzt jemand zugehört hat aus diesem Bereich. Also ich werde auch gerne bereit sein, auch die Klinik oder euch die Befunde zukommen lassen, wo die TPH-Werte drin stehen, die Kliniken damit was anfangen können. Also aber Sven, mein Wort hast du, wenn eine Rückmeldung kommt, dass natürlich sofort der Kontakt hergestellt wird. Dir wäre es wahrscheinlich am liebsten, wenn es in deinem Bereich wäre, im Regensburger oder süddeutschen Raum. Ja, ich habe jetzt Wenn wir eine Rückmeldung kriegen von woanders, ist es ja auch okay. Ne? Das wäre super. Ich habe jetzt auch Verbindung schon aufgenommen mit Berlin, mit der Charité, Internet. Ich hoffe ja, dass da vielleicht was kommt, weil da sollen angeblich Spezialisten sein, die sich da momentan immer mehr mit befassen. Lass mich nochmal eine Frage zu deiner privaten Situation im Moment stellen. Du sagst, du bist verfrührentet. Ja. Mit deinen 28 Jahren aufgrund der schweren Erkrankung. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war früher auf dem Bau. Auf dem Bau. Wie lebst du? Lebst du alleine oder hast du Familie? Ja, für mich ist dann auch noch so ein Problem, die wohnen nicht hier, die wohnen fast 1000 Kilometer entfernt von Bayern, die wohnen in Norddeutschland, weil da gab es auch einen kleinen Disput oder gab es Probleme, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, das heißt aber im Prinzip bist du dann auch wirklich ganz alleine mit deiner Erkrankung. Richtig. Du hast doch keine Freundin. Eine Freundin nicht, aber ich habe einen sehr großen Freundeskreis, die mir auch zur Seite stehen, aber... Aber das macht das Ganze natürlich noch schwieriger, wenn man nicht ganz fest eingebunden ist in vielleicht eine Partnerschaft in die Familie. Weil es gibt ja irgendwo auch keinen Halt mehr momentan. Das ist das Problem. Ja. Und Sven, mein Wort, wenn sich jemand bei uns meldet, wirst du sofort informiert. Ihr könnt euch melden, entweder über die E-Mail-Adresse unter domian@wdr.de oder vielleicht auch faxen unter 0800 220 50 51, wenn Ideen oder Hilfen für Sven angeboten werden. Das wäre super.
So, lieber Sven, ich drücke die Daumen, dass irgendwas dabei rumkommt. Ich wünsche es dir von Herzen, wirklich. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Nadine, 21 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Nadine. Du hast mich angerufen. Ja, ich habe dich angerufen. Ja. Wir haben schon mal telefoniert. Sag bloß. Ja, das ist ungefähr ein Jahr her, ein bisschen länger. Und da war das Thema, ich bin gefangen in. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich bin gefangen in meinem Körper. Ja. Und zwar ging es darum, dass ich damals eine Brustverkleinerung haben wollte. Ja. Vielleicht erinnerst du dich, ich war eine ganz kleine Person, habe ich dir erzählt, mit einem ziemlich großen Busen. Ja. Und komischerweise wurde das nach deiner Sendung, nachdem ich dann ein Tape zu der betreffenden Krankenkasse hingeschickt habe, genehmigt. Ach. Ja. Ach. Und jetzt bist du sozusagen mein Held im Kleinen. Das ist ja toll. Ja. Das ist ja wirklich sensationell toll. Ja, das ist fand ja wirklich ich auch toll. Sensationell. Ohne irgendeine Untersuchung oder sonstiges wurde also, das plötzlich genehmigt. Ich erinnere mich daran, nicht so ganz detailliert mehr, aber ich erinnere mich daran, dass das eine große Sache war und große Sache im wahrsten Sinne des Wortes, dass du einen sehr riesengroßen Busen hattest und sehr darunter gelitten hast und es keine Unterstützung, keine Genehmigung der Krankenkasse gab. Und ja, dann hast du diese Sendung aufgenommen? Ja, ich habe das per Tape aufgenommen, also per Kassette. Ja. Und habe auch in der Sendung erwähnt, dass ich da auch noch weitere Schritte einleiten würde, also regionale Zeitung oder sonst was. Ja. Und dann war ich im Urlaub und kam wieder und hatte plötzlich ein Schreiben im Briefkasten, dass das genehmigt wird. Ja, so muss man das machen. Das ist ja großartig. Das ist ja wirklich ganz großartig. Geht immer, ja. Es bedurften da nicht weitere Untersuchungen und irgendwelche langwierigen... Nein, plötzlich nach 3,5 Jahren Kampf, ohne irgendein Ergebnis, wurde das genehmigt. Und du bist operiert worden? Ja, genau. Und die Busen sind verkleinert worden von auf, sag mal? Von E bis F auf B. Ja, das ist schon was Ordentliches, ne? Also richtig, richtig viel. Ja, gefangen damals im eigenen Körper. Gefangen in dem Volumen und mit all den ganzen Problemen behaftet, die damit halt verbunden sind. Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, bin ich ein Mann und kannst mir das natürlich nicht richtig nachvollziehen, aber irgendwie so, man versucht sich das ja doch auszumalen, dass dann doch ein ganz anderes Leben beginnt, ne? Ja, total. Also ich glaube, dass ich seitdem ganz anders lebe als vorher. Ja. Also seitdem gucken Männer mir plötzlich in die Augen und so. Ich stelle mir schon ganz irre vor, wenn Frau dann zum ersten Mal aufsteht aus dem Krankenbett, du warst es gewohnt, immer diese Gewichte zu haben. Ja, genau. Und plötzlich ist alles ganz normal. Ja, plötzlich ist man ein ganz normaler Mensch. Und, die Männer reagieren auch anders? Ja, total anders. Also ich merke, dass ich nicht mehr so oft angesprochen werde wie vorher, aber jetzt weiß ich halt, es ist nicht aufgrund meines Busens, sondern aufgrund meiner Person. Ja, das hattest du damals, glaube ich, auch erzählt, ne? dass es so viele Kerle gibt, die sabbernd deine großen Brüste angucken, ne? Und sich einen Dreck um dich kümmern und scheren, sondern die wollten einfach nur auf die Brüste raus. Ja, richtig. Also, das ist eine tolle Geschichte. Da freue ich mich wirklich sehr, wenn wir mit unserer kleinen Sendung dann doch immer wieder solche großen Sachen. Ja, deshalb wollte ich mich bedanken. Das ist sehr schön. Und mit der Operation alles wunderbar verheilt und du fühlst dich gut. Und alles wunderbar, alles vollkommen intakt. Ich kann mich nicht beklagen. Na toll, ganz toll. Schön, dass du angerufen hast. Schön, dass wir die Rückmeldung bekommen haben. Das freut mich wirklich sehr, Nadine. Ja, danke schön. Alles Gute weiterhin. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir nochmal Stefanie von gerade, die nicht zu hören war. Ich hoffe, dass sie jetzt zu hören ist. Stefanie, 22. Hallo, Domi. Hallo, Stefanie. Was war gerade los? Mein Handy hat gesponnen. Ich weiß nicht, was damit los war. Na gut, jetzt hast du ein anderes Handy. Ja, genau. Um was geht's? Es geht darum, dass ich vor 10 Jahren von meinem eigenen Cousin vergewaltigt worden bin. Mhm. Von dem eigenen Cousin? Ja. Du warst 12 damals? Ja. Der war wie alt? 32. Mhm. Wie hast du das in Erinnerung? Was ist passiert? Es ist so, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren verheiratet. Und also ich bin vom Dreivierteljahr in die Stadt vor 10 gegangen und er kam mir wieder, also in die Quere, sag ich mal so. Achso, ihr hattet seitdem keinen Kontakt mehr miteinander? Nein, ich habe total den Kontakt abgebrochen. Ja. Und da habe ich ihn wieder getroffen. Und ich bin natürlich auf den Weg gegangen. Ich wollte auch nicht mit ihm sprechen und bin einfach nur an einem Weg gegangen. Lass mich nochmal kurz fragen. Nun kann man ja mit als 12-jähriges Mädchen nicht unbedingt jemanden so aus dem Weg gehen, aus der Verwandtschaft. Gab es so keine verwandtschaftlichen Verbindungen, also gemeinschaftliche Geburtstagsfeiern oder sowas? Gab es das damals nicht? Ich muss dazu sagen, das war so und so kein gutes Verhältnis.
zwischen meinen Eltern und meiner Tante. Ja. Und da war das kein Problem. Ach so, es war kein Problem. Okay, gut, dann hast du den ganz lange nicht gesehen. Ja, bis vor einem Dreivierteljahr. Und dann ist er über den Weg gelaufen. Ja. Ja, und da ist das alles wieder nach oben. Alles wieder genau, ist alles wieder hochgekommen. Ich muss dazu sagen, mein Mann weiß davon auch nichts. Ja. Kannst du dich an den Hergang erinnern noch, oder ist doch vieles verschwommen oder verdrängt? Wie das war? Ja. Ich weiß natürlich, wie das war. Ja. Also es war im Sommer war das. Ja. Da war ich bei meiner Tante und habe mit ihm dann halt Karten gespielt auf dem Balkon. Meine Tante ist dann zum Einkaufen gegangen. Und in dem Zeitpunkt ist mir erst ja mit zwischen die Beine gegangen, hat mich aber auch noch gefragt, ob mir das gefallen hätte. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gelaufen und habe mich unter das Bett versteckt, damit er mich nicht findet. Und dann kam er kurz Zeit später hinterher und hat mich aus Bett, also unserem Bett rausgezogen und hat mir das Bett geschmissen und hat mir dann die Hose runtergezogen und hat mich dann vergewaltigt. Mhm. Und dann kam die Tante irgendwann nach Hause wieder. Ja. Aus lauter Angst, also habe ich nichts gesagt. Ja. Hat er dir gedroht auch? Hat er gesagt, wenn du was sagst, dann werde ich das und das machen? Wenn ich was sagen sollte, hat er gesagt, dann werde ich von ihm Ärger kriegen. Ja. Und du warst wahrscheinlich völlig verängstigt und verstört und wusstest eh nicht, was passiert war alles. Und ich habe das, glaube ich, in dem Moment gar nicht realisiert. Ja, ich weiß es nicht. Ich stelle mir vor, dass man in der Situation, abgesehen von der Angst und von der Panik, die einen überfällt, auch einfach körperlich während des Vorgangs irrsinnige Schmerzen hat. War das bei dir so? Ja, Schmerzen natürlich. Schmutzig habe ich mich gefühlt. Mhm. So, du hast dann der Tante gegenüber nichts erwähnt aus Angst und hast auch zu Hause nichts erwähnt. Bis vor 4 Jahren habe ich das meiner Mama erzählt. Hat die Mama es dir geglaubt damals? Nein. Sie hat zu mir gesagt, also ich würde wieder alles kaputt machen. Habe ich auch nicht mehr weitergeführt. Was heißt wieder kaputt machen? Heißt das, dass dieses verwandtschaftliche Verhältnis da wieder ein bisschen enger geworden war zwischen ihr und... Zwischen denen ja, aber zwischen mir, also ich habe mich gar nicht mit ihr gemeldet, ich habe auch nichts daran gesagt. Aber das ist doch auch das stelle ich mir sehr schlimm vor, wenn man der Mutter das anvertraut. Mhm. Das ist ja schon ein großer Schritt, überhaupt darüber zu sprechen, wenn einem das passiert ist. Und dann sagt die Mutter, nein, du machst wieder alles kaputt, lass mich damit in Ruhe. Das war doch wahrscheinlich auch ein neuer, schlimmer Schlag für dich. Ja, natürlich. Und deswegen ist es ja meine Angst, jetzt meinem Mann das gegenüber zu sagen. Mhm. Weil ich nicht weiß, wie er darauf reagiert. Und seitdem her, also bis vor einem Dreivierteljahr habe ich also, ich sag mal, Bettgeschichten zwischen ihm und mir. Das läuft momentan gar nicht. Zwischen dir und deinem Mann? Genau. Durch diesen Vorfall, weil ich ihn wieder gesehen habe, kam alles wieder hoch. Ach so. Darüber wundert er sich wahrscheinlich auch, ne? Was los ist. Hat er gefragt schon? Er fragt jedes Mal, was ist los, und ich habe immer wieder Ausreden. Mhm. Du bist 22. Wie lange seid ihr verheiratet? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Mhm. Ich wollte gerade noch was zu deiner Mutter fragen. Mhm. Ist das Verhältnis zu deiner Mutter eigentlich früher immer ein gutes Verhältnis gewesen? Oder eher auch normal oder ein bisschen angespannt? Nee, früher war es eigentlich ganz gut. Also jetzt muss ich dazu sagen, jetzt habe ich gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Hat das damit was zu tun, dass sie dir das nicht glaubt und du so enttäuscht warst? Nee, das hat eine andere Geschichte, ist das. Mhm. Das hat was mit meinem Mann zu tun. Weil ich so entsetzt bin darüber, Stefanie, dass die eigene Mutter es nicht zumindest für möglich hält. Mhm. Dass sie es einfach so wegwischt. Hat sie denn nicht ein bisschen stutzig mal gefragt, oder wurde sie ein bisschen stutzig und hat irgendwie... Oder hat sie es wirklich ganz kategorisch gleich gesagt, nein, das kann nicht sein? Ja, sie wollte, ich weiß nicht, ob sie es nicht wahrhaben wollte, ich weiß nicht. Aber jedenfalls hat sie zu mir gesagt, ich würde davon nichts hören, ich würde ja alles wieder kaputt machen. Mhm. Und ich habe versucht, also ich wollte erst mit meinem Vater reden, aber das habe ich dann gelassen, weil das Verhältnis war nicht so gut zu ihm. Ja. So, aber das Hauptproblem ist jetzt dein Mann. Genau. Die Frage, soll ich das meinem Mann erzählen, was damals passiert ist, soll ich es ihm nicht erzählen? Vor allen Dingen auch mit der gemachten Erfahrung, die hinter dir liegt, dass deine Mutter es dir nicht geglaubt hat und letztendlich dann auch dadurch Spannungen zwischen dir und deiner Mutter entstanden sind. Mhm. Wie ist das? Wie ist denn eure Ehe? Wie ist euer Verhältnis miteinander? Sehr gut. Sehr gut? Ja. Also eine innige Beziehung? Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Wenn die Beziehung sehr gut ist, wenn sie sehr innig ist, muss es deinen Mann doch eigentlich sehr irritieren, dass du keine Lust mehr auf Sex hast mit ihm.
Ja, deswegen fragt er ja schon immer. Ich weiß auch momentan gar keine Ausrede mehr, was ich sagen sollte. Ja. Hat er nicht schon die Vermutung, dass da vielleicht irgendwie was anders läuft? Das denke ich mir schon, dass er so eine Vermutung hat. Ich weiß es zwar nicht, aber ich kann mit ihm darüber nicht reden. Mhm. So, Stefanie, ich bin der Auffassung, wenn diese Beziehung gut ist und du sagst, es ist eine gute Ehe, es ist ein inniges Verhältnis, was wir beide miteinander haben. Wir haben Vertrauen, es ist einfach alles im grünen Bereich. Dann finde ich, dass man das nicht nur sagen sollte, sondern ich finde, dass man das sogar dem Partner sagen muss. Das gehört dazu. Ja, die Angst wieder davor, also ich weiß ja nicht, wie er reagiert. Weil ich diese Erfahrung gemacht habe mit meiner Mutter. Ja, aber es ist nicht deine Mutter. Es ist nicht deine Mutter. Es sind nicht die ganzen Verhältnisse so, wie deine Mutter zu den Verwandten steht. Es ist dein Mann, den du liebst. Es ist dein Mann, der dich liebt. Und ich finde, dass zu einer Liebe absolutes Vertrauen gehört. Und zum absoluten Vertrauen gehört, dass man dem Partner eben nicht nur die schönsten Dinge, die in einem vorgehen, erzählt, sondern auch die schlimmen Sachen, die in einem vorgegangen sind oder die in einem vorgehen. Stell dir mal vor, ich finde, dass er auch ein Recht darauf hat, weil er dich dann viel besser verstehen wird. Warum sollte er dich denn verstoßen? Warum sollte er es denn nicht glauben? Warum? Ich weiß es nicht. Die Gefahr, wenn du jetzt nichts unternimmst, ist ja viel größer, dass ihr euch entzweit oder Spannungen entstehen, als wenn du etwas sagst. Denn er wird dich nicht verstehen im Moment. Er hat vielleicht, du sagst es selbst, er hat vielleicht die Vermutung, dass du einen anderen Typ hast. Dann ist Misstrauen schon mal in der Welt. Und verständlicherweise reagiert er vielleicht irgendwann auch eingeschnappt und sickig, wenn du einfach nichts sagst oder wenn du nicht mit ihm schlafen willst und er ist einfach beleidigt oder gekränkt, weiß ich. Ja. Ich finde, du sollst es machen. Uneingeschränkt ja. Und die schlechte Erfahrung, die du mit deiner Mutter gemacht hast, würde ich jetzt zur Seite schieben. Ich könnte wirklich alles verwetten, wenn aufgrund dessen, wie du eure Beziehung beschreibst, wird er zu dir sagen, Mensch, warum hast du es mir denn nicht schon eher gesagt? Da will ich hoffen, dass er so reagiert. Ich bin fast sicher, Stefanie. Mhm. So, das ist der eine Schritt. Der andere Schritt ist aber auch, dass ich finde, dass du dir Hilfe holen musst. Wenn das so lange verdrängt war und jetzt durch das Sehen wieder aufgebrochen ist, das zeigt ja, wie viel unverarbeitet in dir da noch in der Tiefe ruht und herumwabert. Da muss irgendwas geschehen. Also ich habe erstmal schon mal gedacht, dass ich mal vielleicht einen Psychologen aufsuche. Ja. Dass ich da vielleicht mal hingehen sollte. Ja, das finde ich allerdings auch. Das finde ich sehr gut. Als du ihn gesehen hast, wie war das eigentlich? Hast du ihn nur gesehen oder habt ihr auch gesprochen miteinander? Nein, ich habe ihn gesehen und ich habe Angst gehabt, tierische Angst habe ich gehabt. Mm. Und ich bin halt einen anderen Weg gegangen, weil das in der Stadt war, und dann bin ich einen anderen Weg gegangen und ich habe zugesehen, dass ich da wegkomme. Ja. Also, ich finde, du sollst es deinem Mann sagen, möglichst schnell, da gibt es auch nichts zu schämen. Und die Sorge, dass er das nicht glaubt, halte ich für wenig begründet. Die Überlegung, zu einem Psychologen zu gehen, finde ich auch sehr gut. In dem Fall, glaube ich, ist das sogar sehr nötig, damit du auch Hilfe von außen bekommst. Mhm. Und ich würde dir gerne jetzt auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, mit dem Johannes. Mhm. Ja, dann legst du auf und Johannes ruft dich an. Ja, ist gut. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich hier die Vanessa. Und Vanessa ist 19. Ja, morgen. Hallo Vanessa. Hallo. Über was unterhalten wir beide uns denn? Oh Gott. Oh Gott. Über eine Abtreibung, die ich im Januar diesen Jahres hatte. Fünf Tage nach meinem 19. Geburtstag. Mhm. Und du bis heute noch gar nicht richtig damit fertig geworden bist? Nee, nicht wirklich. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, zu der Abtreibung? Erzähl mal die Geschichte. Ja, eigentlich war das geplant, aber dann ist irgendwie alles anders gekommen, als man halt so denkt. Ach, die Schwangerschaft war sogar geplant? Ja, weil mein Freund ist halt 13 Jahre älter als ich. Ja? Ja, und ja, ich habe da... Wie lange seid ihr schon zusammen? Anderthalb Jahre. Voriges Jahr auch schon anderthalb Jahre? Nee, dieses Jahr. Also wir sind noch zusammen. Dann war das aber eine frühe Planung. Dann wart ihr noch gar nicht lange zusammen und habt gesagt, wir wollen ein Kind haben? Ja. Warum? Ja, weil er halt schon so alt ist. Ja, so alt ist er nur auch nicht mit Anfang 30. Ja,
aber ne, wie das halt so ist, ja, wir passen so toll zusammen und wir lieben uns ja so. Und naja, da hätte man auch noch ein bisschen warten können. Ja, im Nachhinein denke ich mir das auch. Ja. Ja, und hat er dich denn da hingedrängt? Hat er gesagt, ich fände es gut, wenn du schwanger würdest? Oder war das so, habt ihr das beide irgendwie entschieden? Ja, wir haben es beide entschieden. Kam der erste Impuls denn von ihm mehr? Bitte? Kam so der erste Vorschlag mehr von ihm mit der Schwangerschaft, schwanger zu werden? Eigentlich nicht, wir sind beide so. Mhm. Wir haben darüber geredet und ja, dann kam das halt. Okay. Und ja. Dann? Und er war halt dann zu dem Zeitpunkt arbeitslos. Ich hatte keine Ausbildungsstelle. Ich habe erst seit diesem Jahr eine Ausbildungsstelle. Ja. Ja, und dann haben sich meine Eltern getrennt. Und ich war dann halt alleine zu Hause, weil mein Vater sich eine Freundin in Köln gesucht hat und halt immer bei der war. Mhm. Und hatte halt dann nicht die finanziellen Mittel und zum Sozialamt gehen wollte ich nicht. Mhm. Und wir waren dann halt vor der Abtreibung mussten wir ja zu diesem Beratungsgespräch. Und da kam dann raus, dass er halt gesagt hat, ja, wenn er jetzt Arbeit hätte und wir zusammen wohnen würden, weil ich wohne in Oberhausen und er wohnt in Krefeld, ja, dann wäre das kein Problem gewesen. Moment mal, jetzt eins nach dem anderen. Zu der Beratungsstelle zu gehen, das heißt ja schon, man erwägt es zu tun. Ja, man erwägt es zu tun. Wie kam denn überhaupt der Umschwung innerlich oder äußerlich auch, dass ihr gesagt habt, wir wollen es dann doch nicht? So wegen der ganzen finanziellen und materiellen Problematik? Ja, das auch. Und seine Mutter halt, hat halt ziemlich darauf gedrängt. Also, die Mutter von ihm? Ja, sie sagte, ja, das muss weg. Also du musst das wegmachen lassen, ihr könnt das nicht behalten. Ihr seid gerade zusammen und dann direkt mit dem Kind anfangen. Und hör mal, wie alt ist er? 33 jetzt. Und da sagt die Mutter, das Kind muss weg? Ja. Was ist denn das für ein Waschlappen? Tja. Bist du mit ihm noch zusammen? Ja. Erzähl mal weiter die Geschichte. Ja, und dann habe ich halt hin und her überlegt oder wir haben hin und her überlegt. Ja, und ja, dann war ich halt schon ziemlich weit. Als ich das Kind dann abgetrieben habe, schon im dritten Monat. Mhm. Also war halt sehr spät, weil wir immer hin und her überlegt haben. Wolltest du es denn wirklich auch oder hat man dich irgendwie dann doch dahin zumindest gedrängt? Man hat mich eigentlich mehr dahin gedrängt. Also wenn du frei hättest entscheiden können, wäre das Kind jetzt da? Ja. Mhm. Irgendwo schon, klar. Im Nachhinein denke ich auch, dann hätte ich jetzt meine Ausbildungsstelle nicht und müsste halt auf Kosten des Staates leben, das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Aber so ganz komme ich damit nicht klar. Ich dachte, ich könnte das verarbeiten, aber... Dann ist es passiert im Januar? Ja, fünf Tage vor meinem Geburtstag. Und danach? Wie hast du dich da gefühlt, als du dann wieder zu Hause warst? Ist es vermutlich ambulant gemacht worden? Ja, ist ambulant gemacht worden. Ja, erst ging es eigentlich, aber im Nachhinein wurde mir dann erstmal bewusst, was ich eigentlich gemacht habe. Also da habe ich überlegt, gehe ich jetzt zur Polizei und sage, okay, ich habe jemanden getötet, ich will dafür die Strafe oder versuche ich das mit mir selbst auszumachen. Mhm. Aber du bist nicht zur Polizei gegangen, das ist völlig klar. Ja, ja. Hast du denn mit deinem Freund viel darüber gesprochen oder hast du es eher nicht hineingefressen? Teils, teils. Also ich fresse es im Moment mehr in mich hinein, weil er lenkt vom Thema ab. Ich weiß nicht, wie er innerlich darüber denkt. Ich denke mir, er denkt auch schon darüber nach. Aber ich kann mit ihm halt so nicht darüber reden. Ich halte es nochmal fest. Also mir ist jetzt in Erinnerung geblieben, da ist eine Schwiegermutter, die wollte das nicht, weil ihr so frisch zusammen wart. Gab es finanzielle Probleme. Ja. Und drittens gab es nichts. Und drittens gab es eigentlich deinen Wunsch, das Kind doch haben zu wollen. Eigentlich schon, ja. Jetzt ist das gerade ein bisschen durcheinander gegangen. Er war auch zu der Zeit arbeitslos, ne? Ja. Hat er jetzt wieder Arbeit? Ja, er hat jetzt Arbeit. War das damals nur so eine zwischenzeitliche Sache, wo man schon absehen konnte, na, er wird sicher wieder was finden? Oder war das noch alles doch sehr wackelig bei ihm? Also es war sehr wackelig bei ihm. Finde ich, ehrlich gesagt, aber auch keinen Grund. Sehe ich, also das Materielle, finde ich, ist keine Begründung, das zu tun. Wahrscheinlich sehe ich es genauso, wie du es auch siehst, ne? Ja. Bist du nicht ein bisschen wütend auf ihn auch? Ja, manchmal schon. Ich halte ihm das auch manchmal vor. Aber er will nichts davon hören? Nicht wirklich, ne. Ich sage ja, ich weiß nicht, wie er wirklich darüber denkt, aber reden kann ich mit ihm darüber nicht. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu dieser, ich sag mal, Schwiegermutter, zu seiner Mutter? Ja, ich gehe mit hin, aber ich denke mir halt meinen Teil. Hat sie das damals zu dir auch, hat sie es dir ins Gesicht gesagt, hier, das muss weg, oder hat sie es nur über ihn lanciert? Nee, als ich ihr das erzählt habe, war er nicht dabei und dann hat sie mir das halt gesagt. Ich hatte die Unterstützung von meinen Eltern gehabt, aber irgendwo, weiß ich nicht, ich war,
ja, ich konnte das Kind machen, sag ich jetzt mal so, und auch ohne meine Eltern und ich weiß nicht, ich also glaube, ja, keine Ahnung. Irgendwie wäre es gegangen. Ja, ne? Irgendwie hättest du dich durchgeschlagen und vielleicht hättest du dann die Ausbildung auch später machen können. Wobei natürlich ich dem eigentlich nicht zusprechen möchte. Klüger ist es natürlich zu warten, aber ich versetze mich jetzt in deine Situation damals. Nun war es passiert und dann muss man halt sehen, wie man sich damit arrangiert. Ich sag dir nochmal ganz offen, Vanessa, mir ist das Verhalten von deinem Freund suspekt. Ja, ich kann es auch nicht so ganz sagen. Also er ist älter, er ist wesentlich älter. Das heißt, da muss er schon auch eine ganz andere eine Verantwortungsebene haben. Sich dann von der Mutter reinreden zu lassen, finde ich völlig arm, völlig arm. So, und dann hat er die Entscheidung mit dir auch zusammen getroffen, hey, wir werden schwanger. Und als 33-jähriger Mann oder 32-jähriger Mann muss man doch dann so viel irgendwie im Kopf und auch überhaupt an Ideen haben, zu sagen, komm, das ziehen wir jetzt durch, das schaffen wir auch, wir beiden. Ja, und du hast das Problem jetzt, dass du seelisch da mit... Ja, haderst, ne, was du da gemacht hast. Ja, ja, es gab da so eine Sache, da waren wir essen und dann kam halt so ein junges Paar mit einem, ja, ganz kleinen Baby und ich habe angefangen zu heulen und weiß ich auch nicht. Also ich kann auch keine kleinen Kinder sehen, weil ich dann immer denke, ja, wie würde dein Kind jetzt aussehen oder... Wahrscheinlich sind die Gedanken das ganze Jahr so in dir, gab es die Gedanken das ganze Jahr über, ne? Ja, wenn man bedenkt, vor einem Jahr war ich noch schwanger, ist das schon ein bisschen... Ja, und dann halt 5 Tage nach meinem Geburtstag und wir haben bald wieder Januar und ich habe Geburtstag und dann denke ich, ja toll. Ist es dir denn gelungen, dann so in den nachfolgenden Monaten, so im Frühjahr, im Sommer, unbefangen mit deinem Freund wieder umzugehen? Oder das, ist da... Ja, das schon. Das schon. Also ich habe äußerlich, sehe ich für andere super gut aus und wahrscheinlich total glücklich, aber innerlich geht es mir halt anders. Ja. Weil das Kind wäre halt im August gekommen und im August ging es mir dann halt ziemlich schlecht. Also ich würde an deiner Stelle mal sehr kritisch unter die Lupe nehmen, die Beziehung zu deinem Freund. Und auch mal hinterfragen, was ist das eigentlich so für ein Typ? Was für ein Rückgrat hat der? Was ist mit dem los? Und nun ist es passiert, was passiert ist. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber man muss ja immer fragen, was kann man auch aus Fehlern, die man gemacht hat, lernen? Vielleicht, dass du daraus lernen kannst, dich zum einen nicht so früh auf sowas einzulassen, oder so schnell auf so etwas einzulassen, wenn du jemanden noch nicht so gut kennst. Ich finde, dass man sich immer Zeit lassen sollte mit so einer Entscheidung, wir wollen ein Kind, bis man denn die andere Person auch relativ gut kennengelernt hat. Nun gut, man kennt die Menschen nie richtig, aber nicht schon nach einem halben Jahr oder so. Ich finde, das ist eine wichtige Sache, die du jetzt für dich herausziehen musst. Andererseits denke ich mir, dass du auch eine wie auch immer geachtete Hilfe noch brauchst, um das aufzufangen und aufzuarbeiten, was da in dir passiert ist im Januar. Ich fände so eine, gar nicht eine richtige Psychotherapie, aber so einige Beratungsstunden würde ich dir doch sehr empfehlen, Vanessa, damit du damit nicht so alleine bist. Also für mich steht auch fest, dass ich glaube ich keine Kinder mehr haben möchte. Naja, wacht erstmal ab. Also ich sage auch immer, mein Kind ist tot. Ich sage jetzt nicht, ich habe mein Kind umgebracht, sondern und was für mich halt so schlimm ist, ich liege dann halt oft nachts im Bett und sehe dieses letzte Ultraschallbild, das durfte ich ja nicht bekommen, weil der Arzt meinte, wir hätten so vorher sagen müssen, dass wir auch eins haben wollen. Und da ich ja schon so weit war, war das Kind halt auch schon ziemlich weit entwickelt. Alle Organe waren schon da und es hat halt die Hände und die Füße bewegt und dieses Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Und weiß ich nicht. Ich würde jetzt auch daraus nicht, vielleicht ist es verständlich, dass du noch so empfindest, aber auch nicht die Konsequenz ziehen, ich kriege jetzt nie wieder ein Kind. Warum nicht? Aber das ist ja auch nicht das Thema im Moment. Du bist jetzt erst 19 Jahre alt und nun ist dieser ganze Horror erstmal gerade ein knappes Jahr hinter dir. Ich würde dir sehr dringend empfehlen, dass du zumindest für einige Male eine Hilfe von außen in Anspruch nimmst. Und würde dir gerne einige Anlaufstellen und Adressen noch geben, die wir hier gespeichert haben. Mhm. Aus deiner Umgebung. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an, Vanessa. Okay. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Patricia. 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ja, ich habe Krebs oder hatte, ich weiß nicht genau, ich hatte es wahrscheinlich. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ja, was für ein Krebs ist das? Oder Schilddrüsenkrebs war das. Ja. Ich habe bereits das jetzt seit September. Also es fing alles im Januar an, da hatte ich einen Knoten am Hals und
wussten erst nicht, was ist. Die Ärzte haben Ultraschall gemacht und so weiter. Mhm. Wurde mit Antibiotikum behandelt. Mhm. Das ging halt davon nicht weg und dann haben sie gesagt, sie operieren das. Mhm. Das wurde dann entnommen im Mai, allerdings erst im Mai und im Januar festgestellt worden. Mhm. Ja, und kurze Zwischenbemerkung, das wundert mich sehr, weil nach meinem medizinischen Laienwissen ist Schilddrüsenkrebs sehr leicht zu diagnostizieren. Ja, das ist ja das Komische an der Sache, dass es bei mir halt nicht so festgestellt worden ist. Und zwar die Radikal-OP, die war jetzt im September. Das heißt, die ganze Schilddrüse ist weg? Ja, komplett. Mhm. Also neben Schilddrüse, Neck-Dissection haben sie gemacht. Also ist diese auf einer Seite diese Lymphknoten alle raus, hinterm Brustkorb. Ja, waren die denn auch schon befallen? Nee, zum Glück nicht. Also da habe ich Glück gehabt. Allerdings hat sich herausgestellt, dass es halt schon gestreut ist, da dieser Knubbel, der da war, am Hals, da ist halt Gewebe drin gewesen, das waren Lymphknoten, und da war Gewebe von der Schilddrüse drin. Also ist halt schon gestreut, sagen wir so. Aber noch nicht so weit runter oder noch nicht weit oben. Mhm. Ja, und jetzt habe ich halt das Problem, dass ich halt sehr viel darüber nachdenke, wie was alles in letzter Zeit so abgelaufen ist. Ich kann das alles nicht so verarbeiten. Wir halten mal fest, dass du erst 20 Jahre alt bist, ne? Genau, ja. Das ist ja noch verdammt jung, auch für eine solche Erkrankung. Mhm. Deswegen. Das heißt, du musst jetzt auch wahrscheinlich sehr viele sehr fein aufeinander abgestimmte Medikamente nehmen, da die Schilddrüse weg ist. Ja, ich werde jetzt noch darauf eingestellt. Ja. Ich hatte vor 2 Monaten hatte ich eine Radiotherapie, nennt sich das. Ja. Das heißt, da kriegt man halt so eine Jodkapsel. Ja. Das ist, damit die restlichen Krebszellen abgetötet werden, die noch eventuell da sein könnten. Mhm. Und das muss ich jetzt im Februar wiederholen. Und solange werde ich jetzt auf diese Tabletten erstmal eingestellt. Das heißt, ich muss sie dann auch wieder unterbrechen. Nun sind die Heilungschancen, soweit ich das weiß, bei Schilddrüsenkrebs, wenn man es rechtzeitig entdeckt, ich hoffe mal, dass das noch rechtzeitig war bei dir, recht groß, ne? Ja, das haben die Ärzte auch gesagt. Ja, so, dass man hinterher wirklich völlig normal leben kann. Mhm. Aber natürlich ist das ein Schock, ne? Ja, also ich habe selber miterlebt, dass meine Tante, also das ist nicht meine richtige Tante, die ist mit 26 an Krebs gestorben. Mhm. Da wurde zum Beispiel zu spät erkannt und ich habe das damals alles mitbekommen. Und also wie der ganze Ablauf war mit Chemotherapie, alles mögliche. Das ist bei mir nicht nötig, aber... ist bei dir auch so aus dem Kopf, dass du Vorwürfe machst und dass du den Ärzten oder den Arzt, den du zuerst aufgesucht hast, dass du dem Vorwürfe machst, hey, warum haben das ist nicht richtig erkannt und nicht schnell genug erkannt? Das nicht? Nee. Also ich finde, die haben die Sache schon gut gemacht. Ja. Es ist ja auch auf Verdacht nur alles rausoperiert worden. Es war ja nicht klar, durch diesen Lymphknoten, den die entfernt haben, war das ja gar nicht klar. Es wurde halt alles nur auf Verdacht rausgenommen. Wie geht denn eigentlich so deine Umgebung, Freunde, Freundinnen damit um? Es ist, das ist auch ein Problem. Weil die meisten so in dem Alter, da ist ja dann doch irgendwie so eine schwere Krankheit eher noch reine Theorie, ne? Nicht, dass Freunde oder direktes Umfeld betroffen sein könnte. Mhm. Ich sag mal, Freunde habe ich nicht viele. Eigentlich wüsste ich jetzt nicht. Meine letzte Freundin, das war eigentlich meine beste Freundin, die hat sich jetzt von mir verabschiedet. Aber nicht deshalb? Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Ja. Hast du einen Freund? Nicht genau. Nee, ich habe im Moment keinen Freund. Ja. Ich möchte auch im Moment keinen haben, weil ich erstmal mit mir klar werden muss. Das ist ein bisschen schwierig im Moment. Und wie gehst du denn da? Ja? Ich habe meine Schwester noch, aber... Okay, ich glaube nicht, dass sie so gut damit umgehen kann, sagen wir so. Das heißt, du bist ziemlich alleine mit allem zurzeit. Ich fühle mich alleine doch. Also ich habe eigentlich nur meine Schwester, die ich so in der Nähe habe auch. Ja. Meine Mutter, die hat ihre eigenen Probleme. Also wenn ich bei ihr bin oder wenn wir reden, dann redet sie über ihre Probleme, was ich auch eigentlich schlimm finde. Und ja, findet man. Also ich habe nicht. Sind ihre Probleme so gravierend wie deine waren jetzt oder vielleicht noch sind? Nee, gar nicht. Und dann also, tut das auch weh, ne? Ja, eben. Ja. Also sie redet viel, ich habe eine Stiefschwester und wir reden immer über die Probleme von ihr. Und wohnst du denn noch zu Hause? Nee, ich wohne seit ich 17 bin alleine. Ja, und was machst du vom Beruf? Das ist auch ein Problem, ich musste die Ausbildung abbrechen. Ich habe Rechtsanwaltsfachangestellte gelernt, hätte im Sommer meine Prüfung gehabt, konnte aber nicht wegen der Erkrankung die Prüfung mitmachen. Mhm. Kann man das denn nicht später irgendwie nochmal nachholen? Ja, also mein Chef wollte mich kündigen. Ich habe jetzt bis Dezember, habe ich das praktisch verlängert bekommen, bin aber weiter krankgeschrieben. Und wenn ich jetzt diesen Beruf weitermachen will, dann muss ich mich neu bewerben. Also wenn ich Pech habe, muss ich komplett 3 Jahre neu machen. Also wirklich Probleme über Probleme.
Das heißt, man hat, da hat man schon so eine schwere Krankheit, ja, und muss eigentlich seelisch und psychisch stabil sein oder sehr positiv gestimmt sein. Aber Pustekuchen, alles ist kompliziert. Der Job ist weg, die Freunde sind weg und die Eltern, genau, und so weiter. Mhm. Weißt du, ich glaube, es besteht natürlich die Gefahr. Und wenn du so eine Veranlagung dazu hast, mir scheint das so, wie du es gerade beschrieben hast, dass man sich dann zu sehr verkapselt und wegkapselt von allem. Ja, das tue ich auch im Moment. Und das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Das ist wirklich falsch. Ich glaube, dass man da sehr, sehr, sehr gegen sich angehen muss und ins Leben drängen muss, zu Menschen hin. Auch wenn einem das sehr schwer fällt am Anfang. Ich habe ziemlich Angst vor mir. Ich hatte vorher schon Depressionen, die haben die jetzt ein bisschen ersteigert dadurch. Mhm. Und ich habe ziemlich Probleme mit Angst. Also ich habe verschiedene Ängste. Ich habe manchmal Angst rauszugehen. Das hat aber jetzt nicht unbedingt was mit der Erkrankung zu tun. War das vorher auch schon so? Das war vorher auch, aber nicht so stark. Das heißt, die schwere Erkrankung hat das dann auch noch verstärkt. Mhm. Ja. Also, sag mal, die Schilddrüse hat ja viel mit Hormonen zu tun, auch mit Psyche. Oder man sieht halt was darauf. Ja. Ne? Was sie alles macht so. Und das hat halt jetzt viel verstärkt dadurch. Mhm. Also, es muss irgendwo jetzt angepackt werden. Mhm. Also die Ängste sind jetzt halt schlimm. Ich habe Angst vor Krankheiten, vor allem möglichen. Klar, wenn man so einen Schock hinter sich hat, dann... Vom Sterben, keine Ahnung, hört sich doof an, aber... Ja, nee, das hört sich wirklich nicht doof an. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das 100 Mal durch deinen Kopf gegangen ist, als du die Diagnose dann gehört hast. Ich könnte ja auch schon sterben. Ja. Ja, ich sag mal so, wir haben es auf Verdacht gemacht. Wenn sie es nicht gemacht hätten, also ich bin eigentlich froh, dass es gemacht worden ist, sagen wir so. Und, ja. Hast du vorher auch schon über Sterben und Tod nachgedacht oder ist das jetzt alles durch diese Krankheit zugekommen? Nee, schon immer irgendwie. Schon wo ich klein war. Ich habe überall Skelette gesehen, als ich geträumt habe, keine Ahnung. Und du hast Angst vor dem Tod und dem Sterben. Genau. Ja. Mhm. Ja. Ganz toll. Und das soll ja auch kein Thema sein mit deinen 20 Jahren. Das Thema soll ja Leben sein und soll was Positives sein und nach vorne gucken. Ja, und im Moment sehe ich halt nicht viel Positives. Doch, das ist ganz, was ganz Positives ist da. Die haben schon die Krebsgefahr und den Krebs auf einem großen, weiten Bereich schon gebannt bei dir. Mhm. Das ist verdammt positiv. Ja, aber ich denke halt, vielleicht bin ich jetzt irgendwie darauf veranlagt oder so, oder ich weiß nicht. Also ich habe so viel Gedanken, ich kann nachts nicht schlafen oder ich ist klar, die ganze Zeit Operation vor und. Es ist mir klar, Patricia. Aber ich sag dir jetzt nochmal, auch so von außen, als ganz fremder Mensch, da ist etwas verdammt Positives. Du hast einmal das große Pech gehabt, du bist so früh erkrankt. Ja, aber stimmt. Du hast das Glück gehabt, dass man die Krankheit erkannt hat, dass man sie wahrscheinlich schon gut im Griff hat und die Chancen sind auch sehr groß, dass diese Krankheit wirklich aus dir heraus ist und dass du sie nie wieder kriegen wirst. Die Chancen sind einfach da und das ist was ganz Positives, was verdammt Positives. Es hätte auch alles jetzt ganz anders schon sein können. Eigentlich schon, ja. Ne? Das muss man sich, glaube ich, immer, wenn man in einer schlimmen Situation ist und man hat dann doch Glück, dass man sich dann auch dieses Glück wieder richtig vor Augen hält und in einer gewissen Weise wem auch immer irgendeine Dankbarkeit vielleicht auch entwickelt und empfindet. So, das ist das eine. Das andere ist, du hast Ängste. Ja. So, da muss jetzt irgendwas passieren. Du kannst nicht zu Hause sitzen. Wenn du zu Hause sitzt, werden deine Ängste immer größer. Wenn du zu Hause sitzt und nichts tust. Aber ich weiß nicht, was ich mache. Also ich versuche dann schon rauszugehen. Ich habe ja auch kaum Freunde oder gar nicht eigentlich. Oder wo soll ich dann hin? Also ich glaube, dass das auch nur, dass das so eine Doppelstrategie sein muss. Es muss einmal so ein, dass da, wo du dich selbst so ein bisschen in den Hintern treten kannst, dass du es dann auch wirklich tust und dich nicht hängen lässt. Aber wenn man angsterkrankt ist, endet das irgendwo auch. Da kann man sich nicht mehr selbst in den Hintern treten. Da ist man einfach so gefangen in der Angst. Ja, und die andere Schiene muss sein, dass du dir Hilfe holst. Also ich muss dazu sagen, ich bin seit einem Jahr auch in Therapie, also bei einer Psychologin und aber im Moment bin ich wieder total irgendwo, wo es geht nicht mehr weiter. Also mir geht es einfach nicht besser, ich weiß nicht. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das nicht richtig was bringt bei ihr und nicht richtig gut ist? Ich fühle mich bei ihr wohl, sagen wir so, ich kann auch gut mit ihr reden, aber... Aber es kommt nicht richtig was bei rum. Ja, genau. Ja. Also ich hatte schon eine Zeit, wo ich die Ängste zum Beispiel in den Griff bekommen habe, wo ich das verstanden habe, was überhaupt passiert und so. Ja. Aber im Moment stehe ich wieder total wie am Anfang. Also ganz komisch. Jetzt ist leider die Sendung gleich vorbei, Patricia. Okay. Schau hier auf die Uhr. Ja. Ich würde aber gerne, dass wir dich nochmal zurückrufen dürfen gleich. Ja. Ja? Okay. Das heißt, du kriegst gleich nochmal einen Anruf von uns. Okay. Alles Gute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Danke, tschüss.
So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Martin Trux und Gudrun Hausen. Morgen wieder 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage tschüss, bis morgen.